Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich begrüße Sie, ich begrüße dich zu diesem Video über bedürfnisorientierte Pädagogik. Und mein Name ist Sibylle Schmitz. Und ich möchte in diesem Video mein Fachbuch zu diesem Thema vorstellen. Kindliche Bedürfnisse als Mittelpunkt der Kita-Pädagogik. Und da geht es eben um die Grundlagen einer bedürfnisorientierten Pädagogik und auch um die Praxismethoden dazu. Ja, ich möchte ein bisschen erzählen, wie ich zu diesem Thema gekommen bin und was es mit diesem Buch auf sich hat. Es ist so, dass ich mich schon seit tatsächlich über 20 Jahren mit dem Thema kindliche Bedürfnisse befasse und auch schon seit meiner Berufsausbildung zur Logopädin auch schon eben beruflich und fachlich mich damit befasse. Und es ist so, dass ich Referentin und Beraterin für pädagogische Fachkräfte bin. Und im Rahmen dieser Tätigkeit halte ich sehr oft Fallbesprechungen, ja, oder auch Teamberatungen, ähnlich wie Supervisionen. Und mir ist dabei schon sehr am Anfang meiner Tätigkeit eigentlich aufgefallen, dass ich diese bedürfnisorientierte Perspektive auf Kinder für diese Fallbesprechungen ganz dringend brauche. Das ist die absolute Grundlage, weil ich nur über die Bedürfnisse die Kinder verstehen kann und ihr Verhalten verstehen kann und dann auch einordnen kann, was macht jetzt pädagogisch Sinn. Ja, also wie gehe ich jetzt mit dem Kind um? Ja, und es ist so, dass ich dann, ich bin ja jemand, der gerne systematisch vorgeht und ich wollte dann schon damals einfach wissen, gut, was gibt es denn alles für kindliche Bedürfnisse? Womit habe ich es zu tun? Worauf habe ich zu achten? Und was kann ich an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Fortbildungen weitergeben und auch in den Inhouse-Schulungen an die pädagogischen Teams? Und dann habe ich geforscht und gesucht und recherchiert. Und ich habe auch einige Konzepte gefunden. Jeder kennt die Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow zum Beispiel. Es gibt aber auch viele andere Konzepte. Es gibt die vier menschlichen Grundbedürfnisse von Klaus Grabe und so weiter. Es gibt ein sehr gutes Buch von Armin Krenz, das heißt, was Kinder brauchen. Und er schreibt darin über 16 seelische Grundbedürfnisse. Und das war mit die umfangreichste Sammlung, die ich gefunden habe, tatsächlich. Und ich habe dann aber in den Fallbesprechungen immer wieder festgestellt, dass diese Sammlungen, die ich da gefunden habe, einfach so nicht ausreichend sind, nicht differenziert genug sind und auch nicht vollständig. Ja, und dann habe ich schon vor über 10 Jahren angefangen, in meinen Fortbildungen Begriffe für kindliche Bedürfnisse zu sammeln. Wie gesagt, ich wollte einfach wissen, womit ich es zu tun habe. Ist es eine unendliche Vielfalt? Ist es eine endliche Vielfalt? Worum geht's? Was gibt's für kindliche Bedürfnisse? Und ich habe einfach die Praktikerinnen und Praktiker gefragt, die pädagogischen Fachkräfte selbst und auch die therapeutischen Fachkräfte und habe festgestellt, dass es sehr, sehr viele Begriffe sind. Ich bin auf über 250 Begriffe gekommen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr viel, ich weiß. Und es ist aber so, dass natürlich kein Mensch mit so einem riesigen Begriffssalat irgendwas anfangen kann. Deshalb habe ich die Begriffe nach ihrer Bedeutung geclustert. Ich habe Bedürfnisbereiche gebildet und daraus sind 28 Bedürfnisbereiche entstanden. Das ist immer noch viel, ja. Aber ich habe das schon jetzt seit vielen Jahren in verschiedene Kindertageseinrichtungen eingeführt als Konzept einer bedürfnisorientierten Pädagogik. Und ich bekomme aus der Praxis wirklich die Rückmeldung, dass es sehr praxistauglich ist, dass es ein guter Wegweiser ist und dass die pädagogischen Fachkräfte sich sehr gut daran orientieren können. Und nicht nur die, sondern auch die Eltern. Und es gibt zu diesen 28 Bedürfnisbereichen ein Fotokartenset von mir, ebenfalls beim Don Bosco Verlag erschienen. Kindliches Verhalten verstehen, Bedürfnisse erkennen. Da sind alle 28 Bedürfnisbereiche drin, zu jedem Bedürfnisbereich eine Fotokarte. Ich kann hier mal Beispiele zeigen. Das wäre zum Beispiel der Bedürfnisbereich Mitgefühl und Trost. Vorne ist das Foto,
Und auf der Rückseite sind die ganzen Begrifflichkeiten zu diesem Bedürfnisbereich. Also genau. Oder hier die Karte Bedürfnis nach Muße und Entspannung. Und eben auch hier wieder auf der Rückseite die dazugehörigen Einzelbegriffe. Genau. Und dieses Fotokartenset zum Beispiel eignet sich für Fallbesprechungen, für Teamreflexion, für Elternabende, für das Gespräch mit den Eltern, die Entwicklungsgespräche und übrigens auch für Hilfeplangespräche in der Kinder- und Jugendhilfe. Da habe ich sie auch schon eingesetzt und habe ich sie auch schon weiterempfohlen und die Rückmeldung bekommen, dass das sehr gut angekommen ist. Ja, was hat es jetzt mit diesem Buch genau auf sich? Es geht mir natürlich darum, auch die entwicklungspsychologischen Zusammenhänge zu erklären und aufzuzeigen und deutlich zu machen, wer oder was die Bedürfnisse eigentlich in der menschlichen Psyche sind. Und es ist tatsächlich so, dass die Bedürfnisse der Stoff sind, aus dem die Psyche gemacht ist. Ja? Und am Anfang kommen die Kinder mit ganz vielen Bedürfnissen auf die Welt. Und diese Bedürfnisse differenzieren sich im Laufe der Zeit. Es kommen auch neue dazu und manche werden dann irgendwann erfüllt und werden dann auch nicht mehr gebraucht. Und im Dialog mit dem sozialen Umfeld und auch wenn das Kind eben Lebenserfahrungen sammelt und auch mit der materiellen Welt Erfahrungen sammelt, differenziert es seine Bedürfnisse. Und das Erfüllen von Bedürfnissen ist das Lernen der Kinder. Ja, das ist gleichzusetzen. Genau, in dem Buch geht es also auch um diese ganzen fachlichen Grundlagen. Und da spielt jetzt zum Beispiel der Baum der kindlichen Entwicklung eine ganz große Rolle. Ich zeige mal die Seite im Buch. Genau, und zu diesem Baum gibt es eben auch ein Plakat, siehe hinter mir. Und mir ging es bei diesem Baum darum, darzustellen, dass die kindliche Entwicklung bei den Bedürfnissen beginnt. Die Bedürfnisse verursachen Entwicklung, weil sie unser innerer Antrieb sind. Ja, sie leiten das Kind an, sich mit der Welt und auch mit sich selbst und vor allem auch mit den anderen Menschen auseinanderzusetzen. Dadurch entstehen Reifungsprozesse, es werden Reifungsprozesse beim Kind aktiviert und aus diesen Reifungsprozessen wiederum entstehen dann die Kompetenzen, die das Kind dann ausbildet. Und dann auch zur Verfügung hat. Das heißt, es geht immer um diesen Dreiklang: Bedürfnisse, Reifungsprozesse, Kompetenzen. Und das wird in diesem Baum symbolisch dargestellt. Auch der ist gedacht für die Zusammenarbeit mit den Eltern, für Elternabende, für die Teamreflexion und auch als konzeptionelle Grundlage. Genau, das sind mal so diese drei Produkte rund um die bedürfnisorientierte Pädagogik, mit denen ich jetzt schon seit Jahren arbeite. Und die ich in die Praxis einführe und wo ich mir auch viel Rückmeldung aus der Praxis hole. Und es gibt eben auch andere praktische Methoden, die in dem Buch beschrieben werden, wie zum Beispiel die Bedürfnisbilanz. Da geht es ganz konkret darum, Entwicklungsgespräche vorzubereiten, sie anschaulich für die Eltern zu gestalten, und aber auch die Inhalte dieser Gespräche zu dokumentieren, zu protokollieren und das Ganze wirklich an den Bedürfnissen der Kinder festzumachen und mit den Eltern zusammen über die Bedürfnisse der Kinder zu beschreiben und darüber dann das Verhalten der Kinder zu verstehen. Zur Bedürfnisbilanz gibt es auch in diesem Buch zwei Praxisbeispiele, einmal für die Krippe, einmal für den Kindergarten. Ich habe die Bedürfnisbilanz aber auch schon in einem Hort-Team eingesetzt als Methode und die wenden das jetzt regelmäßig an. Und ich habe es auch schon, diese Methode in der Kinder- und Jugendhilfe eingesetzt. Also sie ist eigentlich vom Alter her unbegrenzt. Auch wir Erwachsene haben noch Bedürfnisse. Das ist quasi nicht auf irgendein Lebensalter begrenzt. Genau. Ja, es ist ja so, dass es durchaus auch Kritik an der bedürfnisorientierten Pädagogik gibt oder auch Vorurteile. Und das geht in die Richtung, dass es heißt, naja, jedes Kind hat viele Bedürfnisse und wenn wir jetzt nur noch die ganze Zeit auf die Bedürfnisse der Kinder schauen, dann verhätscheln wir sie, wir verwöhnen sie, wir verweichlichen sie. Und außerdem, wie soll man das denn im gruppenpädagogischen Kontext umsetzen? Da springen 25 Kinder rum, 26 Kinder, jedes hat ein anderes Bedürfnis. Wie soll ich denn darauf eingehen? Ja, wie soll denn das gehen?
Also zum einen, liebe pädagogische Fachkräfte, die allermeisten Bedürfnisse, die die Kinder haben, erfüllen sie bereits. Das ist ein ganz zentrales Bedürfnis der Kindheit ist natürlich, mit anderen Kindern zu spielen. Gerade im Alter von 0 bis 7 Jahren, aber eigentlich natürlich auch noch bis weit ins Grundschulalter hinein. Also ein Großteil der Bedürfnisse von Kindern werden in den Kindertageseinrichtungen erfüllt. Und es geht eher darum, sich dann noch ein bisschen bewusster darüber zu werden und noch differenzierter damit umgehen zu können und auch die richtigen Begrifflichkeiten zu finden, auch im Gespräch mit den Eltern. Und dann ist es so, dass es natürlich auch Bedürfnisbereiche gibt, die dem Verhätscheln entgegengesetzt sind, ja? Also ich gebe mal zwei Beispiele. Einmal haben wir hier den Bedürfnisbereich Teilhabe, Mithelfen und Mitbestimmen. Und zu diesem Bedürfnisbereich zum Beispiel gehört auch das Bedürfnis, Verantwortung übernehmen zu wollen, das Bedürfnis, eine Leistung erbringen zu wollen, das Bedürfnis, einen Beitrag in der Gemeinschaft zu leisten, ein aktives und hilfreiches Mitglied zu sein. Ja? Das heißt, Kinder wollen sich anstrengen, die wollen gefordert werden, die wollen gar nicht verwöhnt werden, das ist nicht deren Bedürfnis. Natürlich wollen sie getröstet werden, wenn sie sich verletzt haben, ja, oder sie wollen ein offenes Ohr, wenn sie was zu erzählen haben. Aber sie wollen eben auch gefordert werden. Sie wollen Leistung bringen. Sie wollen ein aktives und hilfreiches Mitglied der Gemeinschaft sein. Also da besteht schon mal gar nicht die Gefahr, dass ich die Kinder übermäßig verwöhne, wenn ich mir des Bedürfnisses bewusst bin. Ja. Dann gibt es einen anderen Bedürfnisbereich hier zum Beispiel, das Bedürfnis nach Klarheit und Stabilität. Und da gehören auch die Bedürfnisse dazu, das Bedürfnis nach Grenzen, Ordnung, Regeln, das Bedürfnis nach Führung, das Bedürfnis nach klarer Struktur. Auch das gehört zu den 28 Bedürfnisbereichen. Ja? Also Kinder haben ein Bedürfnis nach Führung, sie haben ein Bedürfnis nach Grenzen. Sie wollen ja zum Beispiel in der zwischenmenschlichen Begegnung, wollen sie ja wissen, wer bist du? Wo fängst du an? Wo hörst du auf? Wo sind deine Grenzen? Ja? Und wer bin dann ich? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Wo sind meine Grenzen? Das wollen Kinder ja wissen. Ja? Das heißt, wenn ich bedürfnisorientiert arbeite, dann zeige ich den Kindern natürlich auch meine Grenzen. Das ist ja ein Beziehungsangebot. Ja? Also ich denke das von diesem Aspekt her. Ja? Und natürlich sorge ich dafür, dass die Kinder auch die Grenzen der anderen Kinder nicht überschreiten, ja, weil das gehört zu einer bedürfnisorientierten Pädagogik dazu, ja, und es geht nicht darum, ein Kind die ganze Zeit seine Bedürfnisse erfüllen zu lassen, uneingeschränkt, weil man das dann irgendwie missversteht, das Konzept, ja. Genau, also es geht auch darum, auch diese Bedürfnisbereiche zu kennen und in der täglichen Arbeit zu berücksichtigen. Und abgesehen davon ist es ja natürlich auch so, dass ich nie alle Bedürfnisse erfüllen kann, die ich jetzt gerade in einem Moment habe oder in einer Gruppensituation habe. Und dann ist halt die Frage, wie gehe ich damit um? Ja, ich kann ja trotzdem das Bedürfnis würdigen, ja, und respektieren. Auch wenn ich es in dem Moment nicht erfüllen kann. Ja? Okay, so viel dazu. Ich hoffe, es war interessant für Sie, für dich. Und weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage sibylleschmitz.de. Ja, und dann bleibt mir noch Ihnen alles Gute und gutes Gelingen zu wünschen bei der Umsetzung der bedürfnisorientierten Pädagogik.